Montag haben wir eine Sonderausgabe von Softwarearchitektur im Stream und dieses Mal geht es um den InnoQ Technology Day. Lisa, was ist der denn? Das ist eine Konferenz von InnoQ organisiert, eine Online-Konferenz, die komplett remote stattfindet, kostenlos mit der Teilnahme. Registrierung kann immer noch erfolgen. Und am Montag werden uns auch das Programmkomitee noch mehr erzählen, was das überhaupt damit auf sich hat. Dann haben wir uns halt überlegt, dass wir uns so ein paar Highlights aus dem Programm raussuchen und mit den Sprechern vorab sprechen. Und den Anfang mache ich mit Johannes Seitz. Und da geht es um das Thema sokratische Gespräche. Das ist eine Möglichkeit, um eben zu diskutieren mit anderen Leuten und bestimmte Erkenntnisse dort zu transportieren. Und Johannes hat damit ganz gute Erfahrungen gemacht, gerade so jetzt in der Remote-Zeit. Gerade so was so Basisdinge angeht, Information Hiding, Modularisierung und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was gut in das Programm reinpasst, was wir haben. Über Modularisierung haben wir ja auch gesprochen. Und dann machst du ein Gespräch, Lisa. Genau, ich habe danach den Christoph Iserlohn zu Gast. Der hat direkt zwei Sessions bei dem InnoQ Technology Day, eine zu 123 Passwort und eine zu dem Advanced-Modul Web Security. Bei dem Vortrag geht es so um die Verwaltung von Passwörtern auf Servern, wie man das richtig machen sollte. Und bei dem Web Security-Modul wird er einen Teil der Schulung anschneiden, um das mal zu zeigen. Und wir wollen uns über Basisthemen der Softwaresicherheit unterhalten und was wir als Architektin denn da auch mal mitnehmen sollten. Genau, und als letzten Gast haben wir dann Anja Kammer. Anja hat einen Talk darüber, wie man keine DevOps-Engineers einstellt. Und im Rahmen dessen werden wir darüber sprechen, was eigentlich DevOps überhaupt ist, wie man es eben schafft, keine DevOps-Engineers einzustellen und was damit eigentlich überhaupt gemeint ist. Wir freuen uns, dass ihr zahlreiche Fragen stellt und natürlich auf eure Teilnahme. Also bis Montag. Bis Montag.